Ich kann das ja mal hier so ein bisschen so die Tiers erklären. Einfach perfekt. Da habe ich schon 1, 2, 3 Wendels, die ich da absolut reinpacken werde. Dann geht in die richtige Richtung, der fast perfekt ist, aber wo irgendwas fehlt, wisst ihr, wie ich meine? Stabil. Also wenn man den for free hat, dann ist der schon gut. Und ein Skin, den man sich auf jeden Fall nicht kaufen sollte. Das ist halt so eine, ja, das ist halt einfach so eine Default-Wendel. Einfach so mit ein bisschen Eis, so. Ich finde, die Wendel sieht nicht ganz schrecklich aus, so. Und deshalb würde ich sie einfach auf nur für 0 Euro. Dann kommt der Battle Pass Skin. Ich glaube, der erste Battle Skin, nämlich die Bloodline. Ich finde, die sieht übel stabil aus. Halt auch wieder keine Effekte, aber trotzdem ist sie halt übel stabil, Chat. Und deshalb kommt die Real Talk in fucking Third Tier. For real hässlich? Na, finde ich nicht. Also ich finde, die hat einen bestimmten Status. Weißt du, wie ich meine? Dann als nächstes kommt actually die Cavalier-Wendel. Und Chat, ratet mal, in welches Tier das kommt. Das ist ein richtiger Meme-Skin. Bei der bin ich der Meinung, dass sie komplett runterkommt. So, dann als nächstes kommt die Champions. Würde ich Real Talk in das zweitbeste Tier packen. Es hat einen Finisher. Und auch so diese Waffenanimation finde ich eigentlich relativ geil. Aber ihr hört, das ist ein Default-Sound. Und wenn das nur ein Stöhner von fucking Tens wäre. So, dann als nächstes kommt die Ödland-Wendel. Das sind wirklich so Collections. Die habe ich jeden Tag gefühlt im Shop. Erstmal keine Animations, kein spezieller Schuss-Sound und ja. Okay, Ex, du sagst stabil, aber ich würde nicht sagen, dass das Real Talk stabil ist, so. Wobei, wenn man sie so hält, so Real Talk, so dieses Blaue sieht ja eigentlich sehr stabil aus. Ja gut, wenn man sie so hält, dann könnte sie geil sein, aber zum Beispiel die Collection finde ich als eines der schlimmsten. Nur für 0 Euro, also nur geschenkt. Real Talk. So, dann kommt eine, ich glaube, es müsste Battle Pass Wendel sein. Nämlich .exe. Aber zum Beispiel diese Battle Pass Dings würde ich einfach so in stabil packen. Okay, dann kommt ein Ego Skin. Der sieht eigentlich Real Talk stabil aus. Das Rote sieht eigentlich sick aus. Ja, okay, diese Colors sehen ass aus, Junge. Die Color sieht ass aus. Ich würde die Ego Wendel actually in nur für 0 Euro reinpacken. Dann als nächstes Elder Flame. Ich würde sie geht in die richtige Richtung packen. Also diese Wendel hat mir meiner Meinung nach zu viel Movement, zu viel Bewegung für perfekt, genau. Hört euch mal den Sound an. Der ist wie zum Beispiel der Sound von der Reaver, also so tief. Aber die Reaver-Wendel hat noch so einen guten Sound. Also ich finde so bei der Elderflame-Wendel hört sich der Sound so ein bisschen zu künstlich an. Deshalb wirklich geht in die richtige Richtung. Was war das nochmal für eine Wendel? Expedition, Alter. Ja, also die sieht ja auch wack aus eher. Warte, wie viel kostet die? 8 Euro? Also ich finde wirklich für 8 Euro geht das eigentlich, oder? Die sieht fucking kantig aus. Also ich denke mal, das Design sieht ganz cool aus. Also so diese mit diesen VSF und so dieser komischen Anzeige. Hier sieht es ganz okay aus, aber fucking, die sieht kantig aus. Also ich sag nur für 0 Euro. Oh nein. Oh, jetzt kommt diese. Oh nein. Hier, ich habe mir dieses Singer geholt. Farbexplosion. Ganz ehrlich. Also die kommt in Kauf, das nicht. Das ist abstrakte Kunst, die actually scheiße aussieht. Und dann Fluch des Lynsaniden. Real Talk, die sieht eigentlich ganz gut aus. Battle Pass ist ja eigentlich voll stabil eigentlich. Also dann sage ich Real Talk stabil. Ich erkenne die Battle Pass Skins. Dann Gaias Rache. Finde ich den eigentlich ganz stabil. Aber das Problem ist, ja, halt, Real Talk. Ich feiere den Sound absolut nicht. Wobei, der Sound ist eigentlich relativ stabil. Aber ich finde halt so diese Äste hier nicht geil so. Geht in die richtige Richtung. Okay, dann die Glitch Pop. Die Glitch Pop muss ich, denke ich mal, auch nicht zeigen. Für mich ist das eines der Must-Have-Skins in Valorant. So, dann als nächstes Horizont. Also, wer sich diesen Skin holt, der tut mir leid. Ich finde, es ist so ein hässlicher Skin. Und dann die K-Tag-Wendel. Ist halt wieder so eine Default-Wendel, aber hier zum Beispiel so, das ist halt so Fade. Und deshalb würde ich sie actually in stabil packen. Habe ich dieses Summit hier drin? Ja, dann packe ich die hier schon mal auf nur von 0 Euro, glaube ich, oder? Okay, dann als nächstes Luxus. Also von der Farbe her ganz stabil, würde ich sagen. Dann actually die Nautik. Also dieser Sound ist halt so unter Wasser. Das finde ich halt geil. Aber ich finde es halt schade, dass es den hier nur so in zwei Farben gibt. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, ob das geplant ist oder so. Aber zum Beispiel diese Korallenblätter oder was weiß ich, sehen halt so ein bisschen aus wie das Valorant V. Wobei, ich glaube, ich packe die sogar top hier. Okay, dann der Nitro-Skin. Wirklich, das hier kauft das nicht. Das ist Schmutz. Nunca Olvidos. Das bedeutet, niemanden vergessen oder sowas. Aber wirklich, diese Wände finde ich eigentlich geil, not gonna lie. Zum Beispiel das hier finde ich halt übelst geil, so. So dieser Effekt, not gonna lie. Also Real Talk, hätte die noch Sound und so, dann wäre es krank. Ich würde sogar noch sagen, ich packe die in das zweite Tier. Origin, okay. Origin, Sound gefällt mir halt nicht so. So, man hält die ja, also so ganz krank. Und das finde ich halt so sick. Okay, die weiße, die schwarze sind halt übelst sicke Farben. Die anderen zacken rein.
Aber das ist halt so ein metallischer Sound oder so. Okay, das nächste ist die Prisma 2 Wendel. Ganz ehrlich, da gibt es keine Kompromisse. Die kommt halt instant nach ganz unten. Okay, Weaver, Real Talk, das kommt instant ganz nach oben. Jeder weiß, wie sich Weaver anhört. Okay, jetzt kommt RGX. Real Talk, das ist ein Hot Take. Das ist eine unpopular Opinion. Ich finde die RGX Wendel, finde ich schon nice und so. Aber mein Problem ist halt, die Farben. Der Schuss-Sound ist insane. Und zum Beispiel auch so dieser Kill-Counter-Stat-Track. Finde ich auch eine coole Variante. Ist von CSGO geklaut, aber scheiß drauf. Wenigstens gibt es das im Valorant. Ich würde es actually auf den zweiten Tier packen. Dann eben haben wir ja schon darüber gesprochen, über die Sakura-Wendel. Upper stabil, sagen wir es mal so. Dann Schema. Ey, Bruder, also wirklich, wer diesen Skin verteidigt, der hat absolut den Arsch auf dem... Ich denke mal, da ist klar, wo es hinkommt. Nämlich in fucking kauft das nicht. Okay, dann Schwarmdenken. Ich glaube, das ist sogar so eine Art Alien-Wendel oder so ein bisschen so wie eine Alien-Wendel sein oder so ein Shit. Alien vs. Predator und so ein Shit. Echt das Battle Pass? Ja, ich würde dann halt sagen, stabil maximal. Aber eher so lower stabil. Dann ist Sylvanus, Bruder. Also Sylvanus ist ganz schlimm. Also ich finde die Idee hinter so diesen animierten Default-Skins ist schon nice. Ich habe ja auch so eine Classic hier zum Beispiel. Also die Idee ist cool, aber die Ausführung ist irgendwie so richtig dumm, finde ich. Und deshalb wirklich würde ich sagen, kauf das nicht. Das müsste ja, glaube ich, ein kaufbarer Skin sein. Dann Sis hier, das ist der Skin von dem letzten Battle Pass. Absolut weg. Das ist halt wieder so ein Trash-Battle Pass-Skin. Okay, dann kommt actually Team S von Rainer. Und die ist halt auch noch so animiert. Ich glaube, die packe ich hier in das drittstärkste Tier. Auch so zum Beispiel so diese Rolex-Kronen. Die sind sehr stabil. Aber das Problem ist halt, ich glaube, es ist halt nicht so nice, wenn man halt die nicht mit Rainer spielt oder so. Aber ich würde die actually auf stabil packen, weil, wie gesagt, die braucht auf jeden Fall Animation und Schuss-Sound. Okay, dann Tiefsee. Das Ding ist halt auch mit diesen Skins, das distractet dich übelst. Das lenkt dich übelst ab, so. Die Phoenix-Wendel. Ich finde, Real Talk, das ist die Rainer-Wendel, aber in Arm. Ohne Animation, so. Hier bewegt sich gar nichts. Also, ich finde die schon schlimm, Alter. Nur für 0 Euro. Sie ist jetzt nicht absolut schlimm wie ein typischer Battle Pass Skin, aber ja. Okay, dann verlassen. Ich glaube, der Schuss-Sound war da komisch. Sovereign, aber mit normalen Schuss-Sound. Der 2 Finisher. Also der Schuss-Sound finde ich eigentlich ganz stabil und so. Der Schuss-Sound von der Sovereign fuckt mich manchmal ab, Alter. Real Talk. Der Default-Sound passt eigentlich schon gut, aber... Okay, hier kommt dann wieder so ein Skin, Alter. Okay, dann kommt actually der fast neue Skin, okay? Und Real Talk, bei dem Ding habe ich immer wegen diesen runden Mittelteil, habe ich immer so das Denken, dass das einfach zu fett ist. Deshalb würde ich das in das zweite Tier packen, actually. Aber der Schuss-Sound ist halt auch insane. Das ist so ein 8-Skin. Auch so das hier, keine Ahnung, soll das so ein Schlüssel sein? Also das packe ich hier wirklich, das packe ich hier maximal stabil. Oder nicht stabil, nee. Mein Hass ist höher. Sentinels of Light, warte, ist Sentinels of Light? Nicht das mit diesen Zusammensetzungsanimationen, oder? Okay, das ist ein cooler Finisher. Ah, ich weiß nicht, Real Talk. Also, ich glaube, ganz oben wird es bei mir nicht landen. Die Farben fitten irgendwie nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Aber Real Talk, ich würde halt das maximal auf geht in die richtige Richtung packen. Also, das wäre dann zum Beispiel hier meine Tierlist. Zeige wie ein Pinguin in ihre DMs. Sie ist nicht krank, nimmt aber jammern Sensei. Ich weiß, dass sie dich nicht kennt, ey. Sie nennt mich Daddy, aber ich bin Sensei. Zeige wie ein Pinguin in ihre DMs. Sie ist nicht krank, nimmt aber jammern Sensei. Ich weiß, dass sie dich nicht kennt, ey. Sie nennt mich Daddy, aber ich bin Sensei. Ey, nowadays kann ich fliegen durch die iPhones. Get in shit, trip, jammern aus Custom Stores. Glaube, Lover sees, jammern durch den Schuhimport. Wo du bist, jammern, ich werd da dort. Die Schuhcolor sagt so viel aus wie deine Melle. Um dir die beizusagen, brauch ich kein Teller. Sie will, dass ich für sie shoote, aber ich werd nur zum Shooter für meine Custom Mates mit den AMV Prints. Mit Popular Hauszuschehen, wer so als würde ich hier jammern mit Cool chillen. Denn sie wollen mich fressen, ey, jammern, denn sie sind so fake. Wie die jammern ihr Face, jammern nur.